Mahlzeit und willkommen zurück bei Projekt Hirnfrei und auf Ragnarok. 7 Engramme, ja, super Idee, 7 Engramme. Aber okay, mir wollte es ja so. Ich habe gesagt, nach der letzten Session, ich lasse Kollege Moschops genau hier stehen, unser Erlöser, und mache sonst nichts, sondern warte nur, bis er hochgeheilt ist. Okay, ich warte jetzt schon ziemlich lange hier. Hier ist gerade ein Baum umgefallen. Habt ihr das gesehen? Da ist was umgefallen. Na toll. Ja, wie gesagt, ich habe ihn jetzt hier relativ lange hochheilen lassen. Zwischenzeitlich kam auch ein Kano, den wir erfolgreich zerlegt haben. Und dann kam ein Pekomastex, den wir erfolgreich zerlegt haben. Deshalb habe ich jetzt noch eine Steinaxt. Noch ein paar Pfeile. Der Kollege hat noch einiges an Level dazu gekriegt. Ich habe einiges an Level dazu gekriegt. Ich habe das und das aus dem einen Kano rausgeholt. Das ist also die Rüstung etwas besser. Ihr seht ja, 39 Rüstung. Oh, da kann mir eigentlich gar keiner mehr was. Ich habe bis auf 30 Resistenz hoch und habe jetzt schon den ersten auf handwerkliches Geschick. Gut, Kollege Moschops nur auf Leben. Ihr seht ja, 4300 Leben. Ich habe auch das aus dem Spyglass gelernt. Da muss ich jetzt gucken, dass ich irgendwo noch ein paar Kristalle herkriege, dann baue ich das. Dann ist, ihr seht ja, Bogen habe ich nicht gelernt. Ich habe eigentlich alles gelernt, bis auf den Fabrikator. Den kann ich noch lernen. Danach ist Feierabend. Gut, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Lust, hier noch 2 Stunden zu sitzen und zu warten. So ein hundsgewöhnlicher Kano, wie wir gesehen haben, macht so um die 70 Schaden, also genauso viel wie der Moschops. Das heißt, der kann uns hier jetzt mittlerweile 40 Mal treffen. Ja, so in etwa. Während ich laufe, regeneriert es sich ja jetzt auch weiter. Also, und ich habe ja auch gesehen, hier rumzustehen ist auch nicht so sicher. Deshalb werde ich mal wieder meinem Vorsatz untreu und renne los. Und zwar weiterhin dorthin, wo wir das Pferd verloren haben. Vielleicht finden wir das ja wieder. Ja. Okay. Erlöser. Schneckchen. Wobei ich es immer noch für eine blöde Idee halte, durch den Wald zu rennen. Da brennt was. Hui. Schön hier. Vielleicht findet sich ja mittendrin. Ach komm, steht da so eine Wurzel drüber oder was? Super Bursche. Bleiben wir mal kurz hier stehen, tanken auf. Hier scheint ja alles recht gut übersichtlich zu sein. Hier mal stehen bleiben soll er. Aber ich weiß nicht, ich hatte das letztes Mal irgendwie Schiss, aber ich bin vom Kurs ab, gell? Oh ne, geht. So, was wollte ich jetzt getrommelt haben? Ja, so ein awesome Spyglass, das wäre jetzt natürlich awesome. Ja, toller Wortwitz, gell? Vielleicht findet man hier dann auch noch so ein bisschen Kleingetier, dass wir dem Moschops da Fleisch geben können. Oh, Metall, wenn es mal was bringen will. Moschops, du rennst nicht gerade Richtung Höhle, oder? Doch, du rennst Richtung Höhle. Geht Marsch! Weil mit so einem awesome Spyglass sieht man dann ja schön, wie viel Leben der Gegner noch hat und kann dann etwa abschätzen, ja, das klappt oder nein, das klappt nicht. Ich hätte mal bei dem letzten Kano zwar wahrscheinlich, also wo ihr dabei wart, der letzte Kano wahrscheinlich doch in die Hose gemacht, weil das ja doch schon stark Richtung fast futsch gegangen ist. Wie viel hat er noch gemacht? Er gab 300 Leben oder so. Warum bist du denn überfüllt? Ach du Scheiße, Alter. Weil die darf man nicht aus Versehen mal aufs Schnäppchen kommen, gell? Ja, warum schmeißt der Fasern weg? Ah ja, weil ich einen Moschops habe. Und ganz ehrlich, so ein Moschops, da drücke ich einmal drauf. Ist er überfüllt, ihr habt es ja gesehen. Stimmbeeren. Geht mal weg. Ich würde sagen, die machen wir mal da hinten hin. Weil Wald, Gerüchte zufolge findet sich dann auch gelegentlich mal ein Trodon und das wäre Kacke.
Weil ich, wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass ich auf Crystal Isles mit von einem Moschops runtergetreten wurde. Der hat die Sache dann für mich geklärt. Ich bin mir aber nicht sicher, weil gewisse andere Leute sagen, der Moschops macht das nicht. Ja, da ich allerdings auch immer mal wieder mit anderem Getier unterwegs bin, kann es auch durchaus sein, dass ich das verwechselt habe. Deshalb. Übrigens wird das hier eine, also nach Plan, eine sehr lange Session, weil ich vorhabe, das so viel zu produzieren, dass ich bis ins neue Jahr reinkomme. Wobei 24, 25, 26 gibt es nichts. Da müsst ihr auf mich verzichten. Also ihr beide, die da ab und zu gucken. Oder der. Dass sich was bewegt. Wer ist das? Das war doch kein Gigantopithecus. Ja, ich habe jetzt gehört, dass das Getier, das bei, och Alter, das jetzt mit Lost Island erschienen ist, dass das auch auf, ja, dass das nicht auf Lost Island beschränkt ist, sondern dass das eben so generell ist. Und wie der, nee, der Affe da, das müsste dann eher doch ein Gigantopithecus gewesen sein, gehe ich mal davon aus. Laufe ich auch in die Richtung? Nee, natürlich nicht, toll. Ach so, da ist ein Berg. Kriegen wir den umrundet? Gut, was ich auf jeden Fall sagen wollte, bevor mir dieser Affe dann in den Weg kam. Ein Thermalodon. Warum habe ich eigentlich vor allem Angst? Ich sitze auf einem Moschops. Angst müsste ein Fremdwort für mich sein. Ja. Gut, bevor mir das Pterano dann jetzt in den Weg gekommen ist, wollte ich ja erzählen. Ich habe jetzt, wie gesagt, vor, bis ins Neujahr zu produzieren. Und deshalb ja, wird das eine lange Session. Was rennt da vorne? Oh, nö. Oh, Bombenfell. Leute, das ist ein Moschops. Was sind sie denn blöd? Oh, ein bisschen Fleisch ist cool. Ja, Galimi muss richtig auch noch schlachten, oder was? Oh, guck mal da vorne im Terror-Dort. Ist ja nicht niedlich. Ja, das heißt, ich werde heute an diesem Tag euch dann auch schon ein frohes Weihnachten wünschen und dann nach Plan noch ein frohes neues Jahr. Ihr seht das ja dann so Stück für Stück. Komm mal her, du Terrorbird, du kleine Memme. Hier bin ich. Ja, ich mach die Schmesser, Alter, radikal reduziert. Und noch einer. Ja, komm, gib mir Fleisch. Ja, komm ruhig. Ich mache alle mehr Schade, wie jetzt zu zweit, ihr Memme. Ja, hier wäre jetzt dieses Awesome Spyglass echt cool, weil ich dann sehen würde, wie viel Leben die noch haben. Aber ich meine, das ist ja ein Gegner. Auch wenn der sich unglaublich lang hält. 130er. Oh, so viel schon das Leben zerstört. Oh, da ist er. Also rein technisch sollte ich sowas nicht so oft machen, merke ich gerade. Weil das mit dem Hochhallen und so ist ja alles gut und schön, aber das behalte ich mal. Das brauche ich wahrscheinlich nachher für ein Awesome Spyglass, wenn ich irgendwo Kristall finde. Ich bin schon an Kristall vorbeigelaufen, ich weiß. Und habe gesagt, ich habe nichts zum Abbauen, obwohl ich eine Axt unten hatte. Ja, ich weiß. Erzählt mir mal was Neues. Ne, was wollte ich machen? Ah, du hast der Level Up. Hat wirklich so geschickt. So, um dieses Gespräch dann irgendwie mal zu einem Ende zu bringen. Ich nehme auf bis nächstes Jahr. Okay? 24, 25, 26 gibt es aber keine Videos, weil irgendwo möchte ich dann auch ein Päuschen.
Und ja, deshalb nehmen wir jetzt hier lange auf. Und die Hälfte von der ersten Folge haben wir auch schon. Aber ich habe auch das Gefühl, dass jetzt hier die guten Folgen kommen, weil so mit Moshops, das ist ja schon was ganz anderes. Oh, ich laufe schon in die falsche Richtung. Guck mal, Moshops, Baum. Warum habe ich nur das Gefühl, dass zwischen mir und meinem Ziel immer dieser Berg steht? Das ist alles nur dafür da, dass ich länger hier durch den Wald reite. Wobei ich es normalerweise für sehr unsympathisch halte, durch den Wald zu reiten. Gut, aber um nochmal kurz auf das Thema das Tier von Lost Island zurückzukommen. Wenn das stimmen sollte, dass die auch hier rumrennen. Oh, das sind gleich ein paar. Oh, und jetzt haben sie dann doch Bock auf mich. Das ist nicht toll. Der Dom macht ja richtig Aua. Einer war noch da. So viel Filet. Ist ja irre. Oh, das läuft ja. Was ich ihm wegkloppe, also was er weggekloppt kriegt, das holt er sich auch gleich wieder zurück. So mehr oder minder. Das heißt also, wir haben dann wahrscheinlich dann technisch gesehen gute Chancen, lebend durch diesen Wald zu kommen. Fasern können weg, da muss ich ja immer aufs Knöpfelchen drücken. Hier kann er auch mal weg. So. Ah, ich bin auch aufgestiegen, stimmt. So. Meine Frage am Rande, ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass ich nicht einen Drop hier irgendwo sehe? Ich bin wahrscheinlich schon an 200 vorbeigerannt, weil ich sie nicht gesehen habe. Ah, da geht's hoch. Weil ich sie nicht gesehen habe, aber ja. Dabei bräuchte ich doch dringend Baupläne. Weil ich befürchte, wenn ich das Material und das alles habe, um eine Werkbank zu bauen, kann ich die nirgendwo hinstellen. Oh nee! Moshops, bleib eisern! Oh, das sieht nicht gut aus, das war. Habe ich mal erwähnt, dass mein Moshops ein echtes Monster ist? Ja, ich meine, das ist er, definitiv. Aber so ein Raptor mit Buff, das ist schon nicht gut. Was rennt da? Oh nee, nicht noch einer. Komm, mal schubst du mir das hier weg. Du bist im Moment mitten in der Verfassung, um hier großartige Dicke zu schieben. Ja, Raptor, komm runter, kein Thema. Ich meine, du bist einer und Moshops hat 1400. Wie oft dürfte der uns dann treffen? Was hatte der andere? 50 oder so, gell? Oh, ich hab ihn nicht wirklich aufgefasst. Scheiße. Ja, so ein Wald ist schon scheiße gefährlich. Und das Schlimme an der Sache ist, ich hab gar keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Säbelzahnkätzchen. Zwei Stück. Ich habe eben so gar keine Ahnung, ob ich, wie ich hier durch diesen Wald durchkäme. Ah, es sind sogar drei. Wenn ihr versteht.
ich könnte jetzt auch nicht sagen, ah ja, ich gehe mich mit den Säbelzahnkätzchen da kloppe. Und dort ist es dann, da bin ich dann relativ schnell raus, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch, dass ich das Pferd ja auch im Wald verloren habe, dass dieser Wald sich bis da hochzieht. Und das wäre scheiße. Nee, nicht. Das sollte. Es gibt so schöne Tricks, wie einfach zu versuchen, den Raptor da runter zu scheuchen. Ich glaube, das Thema Raptor hat sich gleich. Och, er macht 18 Schaden. Und deshalb versteckeln wir uns hier. Ich glaube es ja gar nicht. Er macht 18 Schaden. Sprich, technisch gesehen hätte der uns wie oft 100 Mal treffen können. Wobei mir mal gerade einfällt, das war doch ein Raptor. Die haben doch so die Angewohnheit, Zeug zu droppen. Das war doch so der Plan am Anfang. Stehen hier irgendwelche Taschen rum? Das ist ja doof. So noch weitere Rüstungsteile und so, das wäre schon cool gewesen. Da vielleicht eine stärkere Rüstung, irgendwie sowas in die Richtung. Okay, du hast schon wieder 2000. Komm, weiter geht's. Hier steht eine Tasche. Das machen wir weiter. So, Richtung Märchenwald oder? Eigentlich eher da hoch. Okay. Dann auf, mein Freund. Dann auf, mein Freund. Oh, ist das hier schön. Okay, Kanalisation. Schön hier, schön, schön, schön. Schön tief. Aber ich muss eh mehr in die Richtung. Geht das? Dann Kühe da hin. Es wäre irgendwie sau cool, wenn man irgendwie so zwei, drei Raptoren zähmen könnte. Ein Achtentages. Ein Rex! Ach, es war so schön. All dieweil mit so ein paar Raptoren, die hinter uns herlaufen. Erstens, die sind schnell. Zweitens, sie kommen über die meisten Sachen drüber. Und drittens, sie sind doch schon recht stark. Gerade wenn sie einen Buff haben und so.
Das hätte uns schon helfen können. Nur, zähl mal so ein Vieh. Oh, hallo! Oh, die geht schon gar nicht mit gut, gell? Das ist schlecht. Er kämpft nicht für mich. Gut. Damit beende ich diese Folgen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.